Der legendäre Summer of Love erlebte in St. Stephan im Rosental ein Revival. Immerhin 50 Jahre ist es her, seit in San Francisco Flower Power und Rock den Ton angegeben haben. Zu feiern gibt es in St. Stephan gleich mehrere Jubiläen. Haben wir uns überlegt, was machen wir zu unserem silbernen Jubiläum? Nicht? Und da haben wir ein Urgestein aus dem Kraftfeld, den Gerhard obendrauf, der seinen 60er feiert, da hergenommen. Ich sag, das sind schon mal zwei Sachen, die wir feiern können. 60 Jahre Gerhard obendrauf, 25 Jahre Kraftfeld. Und was würde besser passen? Er als Musiker bei so vielen Gruppen aus der 68er Generation entstanden. Und das ist eine tolle Geschichte geworden. Vor allem ist der Abend aber eine stimmige Geburtstagsfeier für alle 1958er. Ganz besonders für den Vollblutmusiker Gerhard obendrauf. Er ist nicht nur bei allen Acts auf der Bühne, auch als Dirigent zeigt er bei der Jungsteirer Kapelle sein Können. Dafür gibt's dann die Tracht der Kapelle als Geschenk. 60 Jahre und das gehört natürlich gefeiert, ne? Logisch. Das zweite Grund ist, warum wir das gerade in St. Stephan machen. Ich als Zugroster, als Gnaser, fühle mich einfach saumäßig wohl da in St. Stephan. Da muss man sowas natürlich in St. Stephan machen. Und wie gesagt, wenn man so viele Musiker hat, als Freunde, als Kollegen, was bleibt da über? Als ein riesengroßes Open Air mit allen Musikern gemeinsam auf der Bühne. Eines der Jubiläen, vor 25 Jahren wurde das Kraftfeld von drei engagierten St. Stephanern aus der Taufe gehoben. Johann Kaufmann, Karl Schuster und Johann Hiebaum wollten damals kulturell etwas bewegen. Und die Rechnung ist voll aufgegangen. Ein Ort mit 4000 Einwohnern muss es mehr geben wie unsere wunderbare Marktmusik. Es muss ein bisschen Kulturelles her, von Gospel über Kabarett. Und kein Verein hat sich damals drüber traut und wir haben gesagt, das gehen wir an. Und mittlerweile sind wir wirklich stolz, dass das so funktioniert, dass die Vereine mittlerweile sich drüber trauen und auch andere Veranstaltungen von Jazz über Klassik bis zur Gospel Family nach St. Stephan bringen. Und es wird von den Leuten super angenommen und darauf sind wir stolz, ja. An diesem Abend ist musikalisch alles dabei. Fax steht für Franz, Anton, Gerhard und Sepp. Country Attack mit Unterstützung der Line Dancer von Big Wheel aus Fasolzberg. Die legendäre Status Quo Double Group, die nach 17 Jahren erstmals wieder die Gitarren ausgepackt hat. Und die ebenso unvergessene Formation Neptun. Wie man sich die Begeisterung für den guten alten Rock'n'Roll und die Musik erhalten kann, ist ganz einfach erklärt. Musik hält einfach jung. Noch dazu habe ich einen Beruf. Ich bin Lehrer, kann man ohne weiter sagen. Da haben wir so viele Kinder und Jugendliche, die halten einen jung. Und das mit der beinharten Rockmusik, da kann man nur jung bleiben. Und zum großartigen Finale sind alle Musiker auf der Bühne. Der Summer of Love in St. Stephan ist da wieder zum Leben erwacht.